wieder am Start für euch mit meiner Fidget-Toy-Sucht. Aber ich glaube, euch geht's genauso, oder? Auf jeden Fall habe ich für euch die coolsten und seltensten Fidget-Toys bestellt, um sie mit euch zu testen, die super gut geeignet sein sollen zum Traden. Und ich habe richtig große Poppets wieder mit dabei. Also die toppen auch nochmal die anderen, die ich habe, weil ihr meintet, es geht noch größer, Becky. Und ja, seid gespannt. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich würde mich mega, mega einen Daumen nach oben freuen. Also sprengt den Daumen nach oben, wenn ihr verrückte Sachen mit den Fidget-Toys sehen wollt. Ich könnte auch vielleicht ein Haus daraus bauen. So viele Poppets, die ich habe. Soll ich ein Haus daraus bauen und darin 24 Stunden verbringen? Und ich schulde euch noch ein Pool-Video, ich weiß, aber es kommt bald, sobald das Wetter wieder ein bisschen besser ist. Lasst euch mal in den Kommentaren wissen, was euer liebstes Fidget-Toy ist und ich würde sagen, let's go! Wusch! Normalerweise fangen wir immer mit Poppets an, diesmal nicht, denn bevor einige hier gelangweilt sind von meiner Poppets-Sucht, wir haben hier was anderes und zwar Mochis! Die heißen Mochis, Leute. Also für mich auf jeden Fall. Einige meinten so Mochi oder so, aber so sagen die das meist in Amerika. Aber soweit ich weiß, nennt man die einfach nur Mochi. So habe ich das gelernt. Das kommt eigentlich von diesem Reiskuchen. Ich habe mir eine Packung hier geholt und sehen so süß aus. Habt ihr die schon mal gesehen? Ich meine, die können auch sogar leuchten. Die fühlen sich so an wie ein Gummibärchen. XXL Gummibärchen. Oh mein Gott, jetzt habe ich Hunger. Ich habe Hunger. Ist das eine Made? Ah! Das will nämlich keiner haben. Also haben wir es erstmal verbannt. Ja, okay, die kleben nicht so gut wie die anderen normalerweise, aber der ist in Ordnung. Der ist so süß, oh mein Gott. Kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Fidget-Toy und zwar ist es das hier. Irgendwie kann man das umdrehen und dann ist da ein Tier drin. Habt ihr schon mal so ein Squishy gesehen? Was ist das denn? Ein Frosch! Oh! Ich hätte jetzt eher gedacht, ich krieg einen süßen Pinguin oder so und kein Frosch, aber okay, er ist eigentlich ganz süß. Hier ist das Geschenk, so sieht das aus. Und jetzt kann man das umdrehen und da ist dieser komische Frosch drin. Oh mein Gott, das sieht ein bisschen gestört aus, ne? Kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Fidget-Toy und zwar habe ich das hier gefunden. Ja, eine Fidget-Spinner-Poppet-Uhr. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also es ist keine richtige Uhr, aber das kann man als Armband benutzen. Ich hatte ja vor so ein dünnes, ihr meintet alle, das kann man irgendwie ins Licht halten oder unter warmes Wasser. Und dann wird das irgendwie bunt. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, aber danke für den Tipp. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das hier ist, falls ich das dann auch bekomme. Ey, cool, das kann man hier sogar abmachen. Und hier sind solche Poppets dran und hier auch. Oh mein Gott. Jetzt? So Leute, ich habe das jetzt mal eben hier ran gemacht. So sieht das aus. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann kann man das so cool drehen. Und reindrücken. Jetzt ist es aber Zeit für ein Poppet. Und zwar, sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Es sind verschiedene Farben vertreten, verschiedene Größen. Ich weiß nicht, ob man damit was Spezielles machen kann. Aber ansonsten sieht es so aus. Habt ihr schon mal so ein Poppet gesehen? Weiß nicht so ganz, wofür das ist. Oder ist es so ein Spiel? Ist es so ein Poppet-Spiel? Es gibt ja auch solche Spiele mit so Würfeln und so. Wie cool ist das? Hier sind solche großen, hier sind solche kleinen. Aber ich brauche jemanden zum Spielen. Oh, voll leise. Apropos Würfelspiel, ich habe auch noch so ein Poppet hier gefunden. Die Farbe ist auch total schön. Kann mir jemand die Regeln unten erklären? Ich habe das gar nicht so mir genau angeschaut, aber ich würde es echt gerne mal machen. Gut, das geht voll leicht. Irgendwie mag ich das ein bisschen mehr. Jetzt, Leute, kommen wir zu einem Fidget, was ich so vorher noch nie gesehen habe. Weder im Laden, noch irgendwie bei anderen, die so Fidget-Trading und so weiter machen, oder auf TikTok. Das hier. Miep, miep. Wir will mitfahren hier, einmal einsteigen, hier hinten sind noch Plätze frei. Aber wie cool ist das denn? Der zeigt dir einfach mal die Geschwindigkeit an. Von hinten sieht das so aus und das kann man voll gut in der Hand halten. Ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus. Wenigstens ploppt es. Und ja, es sind ganz viele verschiedene Größen dabei. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Fidget-Toy und zwar ist es so süß. Leute, ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Und zwar das hier. Ist das nicht?
nicht toll? Ich glaube, das kann man so gut traden, wenn man das denn traden will, okay? Weil ich würde es, glaube ich, nicht freiwillig hergeben. Aber falls irgendjemand mal auf die Idee kommt, sowas gerne irgendwie tauschen zu wollen, ich glaube, ihr bekommt richtig gute Fidget-Toys dafür. Aber wenn nicht, dann werdet ihr abgezogen, weil das ist so selten und so schön. Hier seht ihr, wie süß die Planeten alle sind. Oh, auf dem Mond hier, voll niedlich. Dann wisst ihr, ich liebe Gaming und so. Eigentlich wollte ich ja eine andere Farbe haben, aber die haben mir die jetzt geschickt und jetzt muss ich damit leben. Ich finde, die Farbe sieht man eher selten. Also beim Traden wirklich ein wertvolles Fidget-Toy. Und hallo, die Form. Sowas von cool. Aha. So die perfekte Größe. Dann kommen wir zum nächsten Dimpel und der ist wirklich selten, Leute. Das habe ich vorher noch gar nicht irgendwo gesehen in der Farbkombination, noch in der Art und Weise, wie es gemacht wurde. Und zwar das hier. Das kann man einmal so als Fidget benutzen, so ein Fidget Spinner. Cool, oder? Das nervt hier nur ein bisschen, dieser Anhänger. Ich glaube, den kann man aber abmachen. Und einmal, hat das hier so ein Muster und diese Dimpel, die man richtig gut mit dem Finger eindrücken kann. Die sind nicht zu klein und nicht zu groß. Dann, was ich vorher noch gar nicht bestellt hatte, war mal ein richtiger Fidget Spinner. Es war auch aber wieder einfach per Zufall und ich habe den hier bekommen. Warte, ich zeige euch das erstmal so. Krass, oder? Aber der dreht irgendwie nicht ganz so schön. Der ist verdammt schwer. Also so in der Kamera geht's, aber es fühlt sich ein bisschen komisch an. Dann habe ich eigentlich, das war für Lan normalerweise, eine Handy-Poppetülle. Ich hatte eigentlich so eine besorgt und die ist richtig schön, oder? Die Form ist auch mal ein bisschen anders. Als nächstes habe ich auch noch einen neuen Pee-Popper. Und zwar so einen hier. Den habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Der ist durchsichtig und irgendwie hochwertiger, finde ich, als die anderen, die sonst in den großen Packungen mit dabei sind. Ih, komm raus! Komm raus! Ja! Und dann habe ich auch noch zwei weitere Armbänder gefunden. Leider mag ich nicht so sehr dieses Gelb, um ehrlich zu sein. Aber okay. Ich weiß auch nicht, warum ich so eine Farbe bekommen habe. Dafür mag ich aber das hier. Das ist ein schönes Armband, finde ich. Richtig seltenes Poppet gefunden, würde ich mal meinen. Und zwar ein Alien. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Weder im Laden noch sonst irgendwo. Also irgendwie ist das ganz cool. Richtig abgespaced, aber. Voll schön. Ich mag's. Das erinnert mich ein bisschen so an diese Neonlampe, die es gibt. Und jetzt, Leute, darauf habt ihr bestimmt die ganze Zeit gewartet. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Aber wenn ja, dann habe ich jetzt die ultimativen Poppets für euch. Ich habe hier ein XXL Poppet. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist noch klein, Leute, schaut euch das an, okay? Das war das Größte, was ich vorher hatte. Und es ist auf jeden Fall noch um eine fette, nee, um drei, nee, vier. Vier fette Reihen größer als das andere, vorherige. Also, ich habe mich schon mal toppen können. Und ich habe auch noch ein Among Us Poppetier. Guck mal, wie groß das ist. Einmal als laufend und einmal als stehend. Aber nur, weil ich dachte, das war ja das riesige Ding da. Also es gibt so ein XXXXXL Among Us Poppet. Ihr hattet recht, ihr habt es mir immer wieder in die Kommentare geschrieben. Ich wusste das gar nicht. Aber ich weiß nicht, wo ich das kaufen kann. Also bei Amazon stand da, dass es schon verdammt riesig ist. Und das war das XXL Ding. Und ich dachte, jetzt kommt das Ding auch an. Stattdessen kam das hier an, was auch schon verdammt groß ist. Also schaut euch das mal an. Ich habe hier solche Riesenmaßmenschen hier. Also ich habe es nur für 80 Euro bei eBay gesehen. Ich weiß nicht, ob da auch noch Versand drauf kommt, aber das ist schon eine Hausnummer, Leute, für ein Poppet. Also wenn ich mir das kaufen soll, dann müsst ihr wirklich den Daumen nach oben sprengen. Dann kaufe ich mir diese Riesenmatte, worauf ich schon schlafen kann. Aber ansonsten weiß ich nicht, woher ich das bekomme. Ich verlose bestimmt noch welche in meiner Insta-Story, also folgt mir da gerne. Vielleicht könnt ihr dann ja auch was gewinnen und ich kann jemandem von euch eine Freude machen, weil ich habe einfach so viele Leute, wirklich. So, so viele. Leute, es passt gerade noch so. Es ist richtig knapp. Oh, da muss man aber hart drücken. Also wenn du danach nicht entspannt bist, dann weiß ich auch nicht. Also wenn du bei Among Us irgendwie verloren hast oder so, dann lass deinen Frust hier ab. Auf jeden Fall sind wir
Schwäbisch am Ende gekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin so happy, diese ganzen bunten Farben hier gerade zu sehen. Ich liebe Poppins, es wird niemals enden, diese Liebe. Ihr könnt mir aber gerne mal euren Favoriten unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!